Hallo, liebe Schüler. Heute möchte ich euch erklären, wie ihr in MS Teams bzw. in die Office 365 Umgebung einsteigt. Am besten ihr geht zuerst auf die Schulhomepage ms-insing.dsm.at und scrollt ganz nach unten. Hier sind einige wichtige Links schon voreingestellt. Ihr seht ganz oben schon Microsoft Teams. Ich klicke jetzt einmal. Jetzt öffnet sich dieses Anmeldefenster. Und ich gehe hier gleich einmal auf Anmelden. Jetzt gibst du einfach deinen Benutzernamen ein, den du auch in der Schule benutzt, wenn du dich am Computer anmeldest oder für deine DSM Webmails. Bei mir ist es c.zoller. Und hinten jetzt musst du @ms-insing.at eingeben. Das @-Zeichen am besten mit der Taste Alt-GL plus Q. Dann auf Weiter drücken. Jetzt muss ich mein Kennwort eingeben. Das ist auch dasselbe, das du in der Schule für den Computer benutzt. Und jetzt gehe ich auf Anmelden. Angemeldet bleiben, das kannst du zu Hause natürlich mit Ja beantworten. Und jetzt kommst du auf deine Office 365 Umgebung. Hier sehen wir schon viele Programme, die du vielleicht schon kennst, Word, Excel, PowerPoint und so weiter. Unter anderem auch hier unten das Teams. Zu Hause könntest du auch all diese Programme einfach ganz fix auf deinem PC installieren, mit Office installieren und den Anweisungen folgen. Wenn du eine alte Version von Word, Excel oder PowerPoint drauf hast, würde ich dir empfehlen, diese zuerst zu löschen. Notwendig ist dies allerdings nicht. Du kannst mit diesen Programmen auch hier online arbeiten. Auf diese Anwendung OneDrive möchte ich dich auch aufmerksam machen. Das ist ein Online-Speicher, ich klicke hier mal drauf, und hier kannst du Daten, die du zu Hause am Computer lokal gespeichert hast oder in der Schule, ganz einfach hochladen und du hast dann diese Daten auf allen Computern in der ganzen Welt, auch auf deinem Handy, auf allen Geräten, die einen Internetzugang haben, hast du hier drauf Zugriff. Einfach auf Hochladen gehen, dann kannst du Dateien oder gar Ordner aus deinem gesamten Computer einfach hochladen. Das heutige Thema ist allerdings Microsoft Teams. Ich navigiere hier oben wieder auf die Microsoft Office 365 Umgebung und klicke hier auf Teams. Und was du damit machen kannst, das sage ich dir in dem nächsten Video.